Hallo, ihr Lieben. Ja, hey, wie geht's euch? Long time not see. Und es ist, weil ich schon die ersten Fragen sehe, übrigens im Chat, die Facecam wird heute nicht da sein. Und zwar habe ich das ja so geplant, ich werde, damit das alles ein bisschen lockereren Charakter bekommt, wenn ich mal zwischendurch unter der Woche streame, weil ich ja zum Beispiel heute auch noch eigentlich arbeiten muss, mir aber gedacht habe, ach komm. Mach das mal locker, mach ohne Facecam, einfach wenn du Bock hast, locker aus der Hüfte. Da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr davon. Weil sonst bereite ich mich dann ewig vor und schmink mich und dann muss ich die Wand da hinten aufbauen und dann. So ist es einfach viel einfacher und dann kann ich das zwischendurch ein bisschen spontaner machen. Das Lied hieß übrigens You and Me von Laszlo. Das ist von der Pretty Vibes Playlist. Das ist eine, da sind so GEMA-freie, royalty-free Songs drin. Das heißt. Was ich natürlich auch noch sagen wollte, dass natürlich die Folgen oder die Sachen, die ich jetzt aufnehme, ich denke mal ab morgen, dann auch auf YouTube zu sehen sein werden. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen die Soundeinstellung machen. Ihr müsst mir jetzt wieder helfen. Der Kanal lebt doch, ja. Er war kurz im Koma. Wir sind alle guter Hoffnung, dass er sich komplett rehabilitiert hat. Ich mache jetzt die Musik wieder an. Oh, und ihr werdet es alle kennen. Die ganzen Pretty Vibes sind wieder am Stissel. Yeah, Baby! Ich muss das gleich mal kurz selber überprüfen vom Sound, wenn ich rede und wegen der Musik. Ich bin relativ entspannt hier heute. Wir haben noch keine Frames verloren. Das ist unglaublich. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt echt lange nicht mehr gestreamt und ich musste mich jetzt so ein bisschen auf die Stream-Einstellung verlassen, die ich vor meiner Abstinenz sozusagen eingestellt hatte. Und scheint noch gut zu laufen. Ich bin gespannt, wenn wir dann ein Frame-Spiel spielen. Ich öffne hier schon mal Minecraft, weil wir natürlich heute Craft Attack zocken. Ne? Weil ich habe das Video, was vor ein paar Minuten online gegangen ist, oder vor 10, 15 Minuten, da steht mit dem Titel, ich habe keine oder keine Freundin Craft Attack. Sound ist gut, Musik ein bisschen leiser. Ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht. Das könnte mir dann jetzt nochmal ab jetzt sagen, dass es besser ist. Ich gucke selber mal kurz noch mal rein. Dafür muss ich natürlich hier hingehen. Übrigens seht ihr, Tippi Stream lässt mich nicht den Cash clearen. Also wer donated hat. Deswegen sind jetzt die Leute, die vor einem Jahr gespendet haben, noch da oben zu sehen. Classic Man, Top Donator. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ach Mann, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich freue mich total. Was bei euch liegt? Ey, krass, ey, mit dem Schnee ist halt so heftig, finde ich. Ich glaube, ich mache vielleicht auch, damit nicht die Leute das immer wieder fragen müssen, so ein Bild, da wo ihr jetzt links diesen Verlauf seht von den Top-Spende Classic Man, Verloffelt, bla bla bla, mache ich vielleicht ein kleines Bildchen hin, wo drin steht Facecam nur am Wochenende. Oder Facecam nur zu Feiertagen. Damit die Leute das wissen. Ja, also Fallout nochmal schnell ein, damit ich gucken kann. Ich habe jetzt nämlich gar nicht darauf geachtet, ob die Overlays hier funktionieren. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen heute ein bisschen gnädig mit mir, dass ich hier so ein bisschen rumnube. Ah, danke! Nico1077, vielen Dank für deine Falloffelitizität. Du wirst angezeigt. Toppi. So. Ich gehe jetzt einfach mal ins Game. Und ähme hier nicht so viel rum. Aber das Problem ist halt immer noch, dass ich mir die Sachen hier mal so alle nebeneinander eigentlich aufmachen muss, die Fenster, damit ich so ein bisschen Überblick habe. Pass mal auf, ich mache mal kurz die Musik aus hier. Und jetzt höre ich mir das selber mal an. Ihr hört mich jetzt doppelt, vielleicht. Halt immer noch, dass ich mir die Sachen hier mal so alle nebeneinander eigentlich aufmachen muss, die Fenster, damit ich so ein bisschen Überblick habe. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Oh mein Gott! Ja, nee, das hört sich ganz gut an. Aber ich muss mir den Chat weiter nach links machen, sonst verdrehe ich mir die Augen und kriege einen, weiß ich nicht, was für einen Krampf. Aber so ist das. Ich muss jetzt ein bisschen einstellen. Ne, macht das jetzt Spaß? Kann ich hier den Pop-out machen? Pop-out. Pop-pop. Pop-out. Pop-pop-pop. Kennt ihr noch das Rickys Pop-Sofa? Die Leute von euch, die über 30 sind, werden es kennen. Ja, hat die mal wieder einen super geilen Witz gemacht. Einen sehr geilen.
viele Grüße an Cassie zurück. Hallo Lisa übrigens und hallo Sarah. Und wenn ich gerade jetzt bei... Ich habe jetzt den Chat ausgepoppt. Da sehe ich natürlich euch jetzt gerade und noch nicht alle anderen, die vielleicht dabei sind. Warum kann ich Discord nicht bewegen? Was ist Discord für eine Prinzessin? Oh, es hat jemand... What the fuck? Alex, alter Banause, alter Qualitätsbanause. Vielen Dank für dein 7er Resub. What the fuck? Habt ihr übrigens... Danke, du kriegst von mir ein Herzchen. Du kriegst von mir ein Herzchen. Und du hast mir gleich schon einen Schlüpper geschickt. Oh Gott, ja, kann ich direkt einen frischen anziehen. Das ist total super. Oh Gott, ich freue mich so. Oh cool. Habt ihr übrigens da unten das geile Video gesehen? Habe ich gestern noch gemacht. Gestern relativ spontan noch eingestellt. Hä? Ach so, scheiße. Was muss ich denn jetzt ändern? Oh, jetzt muss ich wieder in Discord hier gucken. Ich bin wieder so unvorbereitet, Kinder, ne? Tut mir leid. Und dafür resubbt einer 7-mal. Ihr müsst entweder echt total naiv sein oder ihr habt seit beste Hoffnung. Oh, danke. Ich freue mich. Das ist echt cool. Ja, ich bin verwirrt. Entschuldigung. Ich muss mal kurz gucken, was jetzt hier ist. Changelog? Moment. Was muss man denn machen? Jetzt kommen wir nicht hier rein. Kann ich trotzdem versuchen zu... Schrei ich schon. Ich join mein Server. Guck, was das... Nee. Ja, aber eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Wie komme ich jetzt auf den Server? Ich muss mal kurz fragen. Aber wir haben ja Zeit. Ich kann ein bisschen quatschi-watschi machen. Wie komme ich jetzt auf den Server drauf? Alle anderen wissen es. Ich weiß es nicht. Der Hassan sagte, Eva, du siehst sehr jung aus und hübsch. Ich mag dich. Bitte keine Werbung. Ach so, aber ich muss mal Werbung. Nee, jetzt machen wir noch keine Werbung. Ach so, viele fragen auch, ich muss 1.11, ich bin eigentlich ein habe schon Snapchat 1.11 eigentlich. Was? Sagt er, ich bin aber nicht jung. Also 35 bin ich dann auch total jung. Man, wenn wir uns überlegen, dass wir, also unsere Generation, ne, also ihr zwischen 12 und 20, ihr werdet ja ungefähr 100. Ich meine, wie, da ist ja 35. Und die Leute, die ihr jetzt seht mit 50 zum Beispiel, die sind wie... What the fuck? Wie geil! Floking! 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat abonniert! Vielen Dank für deinen Sub! Alter, wie gut ist dieses Video! Ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch dafür, dass ihr subbt, ohne dass noch schon was passiert ist. Einfach für mein Chaos. Floking. Ziemlich geil und mad. Finde ich eine geile Aktion von dir. Bist wieder gesund? Fragt Anran. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stimme ist seitdem ein bisschen angeschlagen. So Bonnie Tyler-Style. Use latest version. Okay. Okay, pass mal auf. Cancel. Quit. Bitte, wir wollen quitten. So, jetzt muss ich das hier einstellen. Mensch, das macht wieder Spaß. Hannibal, du, Johnny Geithner, du meinst bestimmt Hannibal Boy mit. Also Honig, der Honigball. Die Hochzeit ist übrigens, glaube ich, abgesagt, Kinder. Na? Und es ist nicht mein Use Latest Version. Ernsthaft? So, Use Latest Version schreibt Noah. Okay, dann machen wir das mal. Kunga ist kein König mehr. Kunga wurde gestürzt. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, müssen sich das Playback oder ich weiß gar nicht, ob Revi eine Zusammenfassung gemacht hat von Best of aus seinem Livestream gestern. Und zwar hat sich geändert. Kunga ist kein König mehr. Ah, es geht. Wer ist denn online? Beni, Noah und Noah Cam. Also. Nico, aka Kunga, ist kein König mehr. Das heißt, ich kann keine Königin werden. Und... Oh, warum hängt es jetzt gerade so krass? Okay, alles klar. Hallo, ja, kleinen
Mäuschen. Ja. Ja, trotzdem Hochzeit. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wen ich von denen gerade heiraten wollen würde. Ne? Oder ihr. Die sind alle, obwohl ich sagen muss, Petrit war wirklich lieb zu mir. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ah, das Musik wieder, kann ich das jetzt spoilern? Ihr müsst natürlich sofort, ihr müsst das Video natürlich trotzdem gucken, weil da ist mein Plan für die Zukunft drin. Und zwar hatte ich ja in der, als ich bei Kevin mit im Livestream war, vorgestern glaube ich, hatte Petrit mich ja von da aus versehen abgeschossen. Das war ihm, tat ihm total leid. Und ich habe ihm gesagt, in der Kiste ganz unten rechts ist der Platz oder ja, der Ort der Schande, in den er etwas tun kann, um das wieder gut zu machen. Und er hat 5 Diamanten reingetan. Ist das zu glauben? Ich werde mir aber erst eine Spitzhacke, glaube ich, daraus craften, wenn ich Mending habe. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dass es nicht kaputt geht. Und, falls es euch schon aufgefallen sein sollte... Hey, Baby. Nein, bisher noch nicht. Ah, vielleicht heirate ich einfach nur, der ist cool. So, was wollte ich sagen? Ich bin total gehypt gerade, weil es total Spaß macht. Aber ich muss noch mal kurz raustappen. Es wird keine Konsequenzen für euch haben, weil die Fenster sich hier total überlappen. Was läuft für eine komische Musik, Kinder? Was habt ihr gemacht? Ach, wie schön. Ja. So, gehen wir mal wieder rein. Wie ihr werdet festgestellt haben, dass leider Chroma Hills gerade nicht am Start ist. Ja, nach dem Stream gerne. So, vielleicht gehe ich auch gleich mal in Teamspeak irgendwo, vielleicht sind da ein paar Leute. Ich habe gerade kein Chroma Hills drin. Das liegt daran, weil Chroma Hills leider mit diesem serverseitigen Texture Pack, was ich euch ja kurz mal zeigen kann. Hier gibt es ein C4 Items Patch von Noah. Und zwar stand er irgendwie in Konkurrenz, so dass mein Diamantschwert eine Mystic Texture hatte und wir halt einen wunderschönen blau-pinkfarbenen Mystic Item Block hatten, anstatt eines Diamantschwerts. So, das ist halt echt schade. So, ich bin verwirrt wie immer, aber ich gehe jetzt mal kurz raus, weil ich muss meine Farm unten abbauen und ich komme auf das Texture Pack nicht klar. Und ich habe auch keine Seeds mehr. Ich überlege mal, ob ich mir irgendwo bei jemandem Kartoffeln oder sowas klauen kann. Wir müssen hier auf jeden Fall ganz dringend was machen. Weil hier kommen die ganzen Creeper aus den dunklen Löchern. Das ist nicht so schön. Und ich bin also ein kleines Opferkind. Ja, einige werden jetzt sagen, es sieht besser aus ohne. Ich mache mich jetzt nicht keine Freunde. Mit was ernte ich denn am besten eigentlich? Mit der Faust, ne? Oder hiermit erntet man ja nicht. Oder? Oder doch? Oh, mit dem Holzblock. So. Jetzt haben wir ein bisschen Kürbis, da können wir Kürbiskuchen machen und Brot. Und aber was, nee, für Kuchen brauchen wir Eier, ne? Das glaube ich, können wir wieder vergessen, haben wir noch gar keine Hühner. Aber vielleicht kann ich ja bei jemandem irgendwie ein bisschen was mopsen. Ich bin echt verwirrter noch als sonst, weil ich natürlich auf dieses Texture Pack oder das nicht vorhandene, das war noch nicht fertig, glaube ich, überhaupt nicht klarkomme. Also ich keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich 2 Stunden streamen, das sage ich jetzt, und wahrscheinlich werde ich dann 3 Stunden streamen. Aber ich muss leider, wie ja schon angedroht, muss ich leider noch ein bisschen arbeiten. Und die Facecam ist im Arsch. Also es ist eine Asscam. Das ist lustig, gar nicht so sehr. Gar nicht so sehr. Nee, die Facecam gibt es, wird es ab und zu mal geben. Ich habe in einem Video das ja schon mal erwähnt, dass ich habe Neurodermitis. Leider auf den Augenlidern teilweise. Es ist jetzt nicht wirklich so schlimm, dass man sagt, ach du Scheiße. Aber es ist jedes Mal, wenn ich schminke, vor allem wenn ich mich abschminke, das Problem, dass die Haut so krass gereizt wird, dass ich dann halt eine Zeit mich nicht schminken kann. Und ich werde das dem auf jeden Fall machen. Mit Facecam wieder und mit Sminky Sminky. Warte, nee, die müssen frei bleiben, bis sie. Ach, ich mach keine große Reichen. Also es wird auf jeden Fall wieder mit Facecam geben und mit ihr schminkt. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich mich nicht... Was? Wo steht der jetzt? Ach so, der ist jetzt gerade gewachsen, ne? Schon wieder Besuch. Ey, ich muss echt was tun. Das geht echt gar nicht. Oh, das stirbt er von alleine!
Ja, und zwar möchte ich ohne Facecam, möchte ich das eigentlich, ohne Schminke möchte ich das eigentlich nicht machen, weil für mich ist es so ein bisschen, ich würde auch nicht irgendwie auf eine Party ungeschminkt gehen. Also ich habe kein Problem damit, ungeschminkt durch die Gegend zu laufen. Also ich laufe den ganzen Tag ungeschminkt rum, gehe ungeschminkt einkaufen, ich gehe ungeschminkt zu Freunden. Also ich, um Gottes Willen, so eine Tussi bin ich jetzt nicht. Wo ich jetzt auch nicht sagen will, dass alle Frauen, die sich immer schminken, Tussis sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe kein Problem damit, ungeschminkt rumzulaufen, aber ich würde halt in den Umständen mit einer Facecam, würde ich es nur geschminkt machen. Das hört sich komisch an, wenn ich sage, ich würde es nur geschminkt machen. das Feld, was können wir denn hier mal hinbauen? Leute, wir brauchen übrigens ein Bett. Das heißt, wir brauchen Wolle. Mensch, Mädel, zurück zur Natürlichkeit, du siehst auch ohne Schminke nice und sexy aus. Ja, aber das hat irgendwie so ein bisschen was, ich meine, ich ziehe mir ja auch was an und setze mich nicht im Schlafanzug vor die Kamera. Könnte ich auch machen und bin ich mir auch durchaus bewusst, dass ich das könnte, aber mache ich ja auch nicht. Und, ich muss Blumen auf jeden Fall schon mal sammeln. Ich mag ungeschminkt auch total gerne, also Natürlichkeit, ich mag aber auch, ich schminke mich gerne, muss ich sagen. Ich mag diese Verwandlung, ich mag das, dass man das, was einem persönlich selber gut gefällt, dass man das hervorheben kann. Dass man da einfach ein bisschen was... Das ist so ein bisschen wie... Und ich bin ja auch Künstler. Würde ich jetzt einfach mal so dreist von mir selber behaupten. Wenn ich eine Leinwand vor mir habe, dann bemale ich die ja auch. Ne? Dann lasse ich die auch... Klar, Natürlichkeit. Eine weiße Leinwand hänge ich mir auch gerne ins Zimmer. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wo ist hier der Eingang? Also die Kathedrale finde ich okay, würde ich sagen. Was ich mir vorgestellt hatte, wäre da noch ein bisschen mehr. Außerdem sieht das mit Chroma Hits viel schöner aus. Aber gut. Wo ist hier der Eingang? Können wir hier reingehen? Kevin hat schon gesagt, hoppla, er verleiht dann irgendwie Angeln und ich würde ja gerne mal das Angeln anfangen. Das Angeln anfangen sozusagen. Ach cool! Wird es dann von diesem... Wisst ihr das, ob Kevin das geplant hat? Wahrscheinlich schon, ne? Dass man von diesem... Guck, wie hässlich das Wasser aussieht. Ich will Zeus! Ich will Chroma Hits! Ich war mal, genau, liebe Freunde, Creeperboy sagt es gerade. Und zwar gibt es ein Video, in dem Revi mich schminkt. Ich weiß immer noch, was mich da geritten hat. Und da, wo ich ihn auch schminke, also es gibt zwei Videos. Und in dem Video, wo er mich schminkt, bin ich am Anfang natürlich ungeschminkt. Also wenn ihr mich gerne mal ungeschminkt sehen wollen würdet, dann würde ich euch das empfehlen. Ja. Also, was ich gerade fragen wollte, ist, die Playlist heißt Pretty Vibes und ist von Monster Cat, glaube ich, beziehungsweise so eine Twitch-Playlist bei Spotify. Gib mal Pretty Vibes bei Spotify an, dann findet ihr die Playlist. Da ist übrigens auch Musa mit bei. Und alle, die mich länger kennen, wissen, was das heißt. Ob hier Stege dann ins Wasser kommen, von denen man ganz gemütlich so kleine Angelwettbewerbe und Partys machen kann. Party ist okay. Ich würde ja gerne wieder Chroma Hills ausprobieren, aber ich habe Angst, dass dann alles wieder total verbuggt ist, so wie beim letzten Mal. Da konnte ich nämlich, egal was ich gemacht habe, habe ich diesen Bug nicht weggekriegt, dass mir das Schwert nicht angezeigt worden ist. Also das ist halt die Missing Texture. Langsam wird es schon dunkel. Also wir gehen jetzt nochmal kurz in mein Haus, ich mache mal einen Plan und ich muss dann mich leider mal mit euch zusammen unter die Erde arbeiten, weil ich einfach Ressourcen brauche, beziehungsweise eigentlich brauche ich so Sachen wie Glas. Schnell nach Hause, schnell nach Hause, schnell nach Hause, schnell nach Hause. Schnell nach Hause, schnell nach Hause, schnell, ich hab Angst, nein. Also hier ist halt auch nicht so mal eben Kirmes, ne? Hier bist du halt auch gleich direkt tot. Ich sollte mir vielleicht einen schönen Weg hochbauen. Ah, oh, komm schon, ey, ernsthaft. Vor allem blendet gerade total das Licht von hinten auf meinen Monitor. Sodass ich gerade das Skelett gar nicht sehe. Also ich kann es gerade gar nicht sehen. Ich hätte es jetzt gern tot gemacht, ich hätte nur noch einmal draufschlagen müssen, aber ich habe es gerade einfach nicht gesehen. So simple is it!